Das Space Engineers Update 1.198 bringt neue Blöcke und neue Waffen ins Spiel. Und gleichzeitig gibt es noch den DLC Kriegskünste 1. Wir wollen uns nun aber erstmal mit dem neuen Update beschäftigen. Das Update bringt unter anderem 3 neue Pistolen, 4 neue Gewehre und 2 Raketenwerfer. Und nun haben wir endlich Raketenwerfer. Sie sind einfach großartig. Neu ist auch eine Nachladeanimation. Neben dem Rückstoß und den Hitmarkern kamen auch einige neue Blöcke dazu. Der erste neue Block ist diese Zielattrappe. Wir können hier mit unseren Waffen sogar die Arme abschießen. Und sollte der Block zerstört werden, richtet er sich nach ein paar Sekunden wieder auf. Neu sind auch diese 2 Arten von Durchgängen. Einmal der schmale Durchgang und der halbe, wodurch ein breiterer Durchgang erzeugt werden kann. Hier im Rot zum Vergleich der alte Durchgang. In diesem Update sind auch noch einige kleinere Änderungen enthalten. Den Link hierfür habe ich euch in die Infobox getan. Das kostenpflichtige DLC Kriegskünste 1 bringt aber noch weitere kosmetische Blöcke mit sich. Mit diesem DLC erhalten wir weitere Durchgänge. Zum einen diesen Rahmen hier vorne, den wir an unsere Durchgänge dran bauen können. Ein Durchgang mit einer Lampe. Diese Kreuzung, die ich hier nochmal hinstelle, die sehr offen ist. Und einen Durchgang ohne Lampe und zusätzlich noch diese halben Durchgänge, um einen breiteren Gang zu erzeugen. Und dann noch diese Schießscharte, wo wir durchschießen können. Dieses funktioniert übrigens auch mit dem Raketenwerfer. Hier können wir auch einfach durchschießen. Dann haben wir auch noch eine Schutzwand, hinter der wir uns runterducken können. Des Weiteren gibt es diese neuen Halbfenster. Einmal als Einzelblock und einmal als Eckblock. Diese kommen in 2 Varianten, einmal als normal und einmal als invertiert. Invertiert bedeutet einfach, dass die dunkle Seite innen ist. Hier die durchsichtige Seite nach innen und sollten wir auf die andere Seite gehen, wird diese getönt. Gleiches gilt für die invertierte, die hier klare Sicht hat und hier getönt ist. Das gleiche gilt auch für diese Ecken. Und als letzten Block, und ich hoffe, ich habe jetzt keinen mehr im DLC vergessen, ist dieses Waffenregal. Es sieht ziemlich gut aus und wir können hier unsere Waffen einfach einfügen. Zu guter Letzt gibt es dann noch einen neuen Skin, einen neuen Anzug, den Assault Skin. Sieht gar nicht schlecht aus. Und wir haben noch 2 neue Animationen im DLC. Einmal die Fingerpistolen. Und einmal das Ich wurde getroffen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder.